Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen Gast dabei und zwar die Ronja, meine Assistenzköchin, Bäckerin. Wir werden heute Crepes machen, haben alle Zutaten mitgebracht und hoffen, dass ihr das schön fleißig zu Hause nachbackt und dass es euch schmeckt. Wir haben dabei, wir machen sie nämlich vegan, einen Haferdrink, Leinsamen als Eiersatz, ein bisschen Mehl. Was ist das, Ronja? Zucker. Zucker. Öl. Öl. Und für den Belag später noch ein bisschen Zimt und Zucker. Als erstes fangen wir an, den Teig herzustellen. Dazu werden wir als erstes die Leinsamen in Wasser einlegen, damit die ein bisschen quellen können. Die Menge ist 2 Esslöffel Leinsamen auf 4 Esslöffel Wasser. Das entspricht 2 Eiern. Als nächstes nehmen wir die Hafermilch. Wir machen heute eine kleinere Portion. Im Rezept werden es 500 Milliliter. So, Ronja, jetzt gibst du nach und nach ein bisschen Mehl rein, bis ich Stopp sage. Und dann fügt ihr noch hinzu eine Prise Zucker, den Leinsamenschrot und einen ordentlichen Schuss Öl. Und drauf. Und auskippen. In der Mitte möglichst. Sehr gut. Und weg. Beim Verteilen vom Crepe ist ganz wichtig, dass ihr das mit viel Gefühl macht. Dass ihr ihn am Anfang ein bisschen anbacken lasst, so für 3-4 Sekunden. Und dann mit Gefühl, wenig Druck, den Crepe verteilt auf eurem Crepe-Eisen. Wichtig beim Wenden ist, in die Mitte, so ein bisschen runter und dann ungefähr in die Mitte hochheben und wuff. Oh, hat nicht geklappt. Und dann nehmen wir vorsichtig. Warte. Gehen wir hier drunter und schieben uns drauf. Wunderbar. Aber es sieht der nicht gut aus? Mhm. Wie faltet ihr den Crepe? Indem du ihn in der Mitte einmal so, vorsicht mit deiner Hand, so. Und dann gehst du zu einer Seite, am besten zu dieser hier, und wirfst tschupp, rüber. Nochmal probieren? Ja. Okay, wir tun ihn nochmal klappen. Wir machen einmal so. Wir fahren unten drunter. Beide runtergefallen. Tschupp. Und ist, genau, haust ein bisschen oben drauf. Und fertig ist dein Crepe. Tada! Das ist jetzt ein veganer Crepe. Der ist nur aus pflanzlichen Zutaten gemacht. Ihr könnt es natürlich auch mit Ei und mit Milch machen. Dann empfehle ich euch einfach anstelle des Leinsamenschrots 2 Eier zu nehmen und die Hafermilch. Warte. Und die Hafermilch einfach mit normaler Milch zu ersetzen. Dann bekommt er auch ein bisschen eine andere Farbe, wird eher so ein bisschen goldgelb und schmeckt natürlich auch super lecker. Jetzt noch etwas aus der Kategorie Wissen, was die Welt nicht braucht, aber ein Rostocker wissen sollte. Auf dem neuen Markt findet ihr einen roten Stein, in den ein Kreuz eingraviert ist. Dieser erinnert an einen Racheakt aus dem Mittelalter. Als ein frisch vermähltes Brautpaar aus der Marienkirche kam, wurde die Braut erstochen von ihrem Verehrer, der nicht wollte, dass die Frau einen anderen heiratet. Das ist die Geschichte um den Blutstein. Das war's wieder mit meiner Kategorie Wissen, was die Welt nicht braucht, aber ein Rostocker wissen sollte. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Video mit Erik und mir, dem finalen Abschluss. Bis dann!